Hallo und herzlich willkommen zu Wasna. In unserem heutigen Video geht es um den direkten Vergleich einer Wärmepumpe gegenüber einem Infrarotheizsystem für ein Einfamilienhaus. Wenn du zukünftig weitere Videos von uns sehen möchtest zu solchen Themen, aktiviere die Glocke und hinterlass uns ein Like. Kein anderes Heizsystem dominierte die Medien so stark wie in den letzten Jahren die Wärmepumpe. Ein System, welches dabei überhaupt nicht in den Medien in Betracht gezogen wurde, ist das Infrarotheizsystem. Gemäß dem neuen GEG gilt das Infrarotheizsystem auch als vollwertig zulässiges Heizsystem, beispielsweise für Einfamilienhäuser. Wir möchten heute den direkten Vergleich mit Vor- und Nachteilen darstellen zwischen der Wärmepumpe und dem Infrarotsystem, beispielsweise für ein 135 Quadratmeter großes Einfamilienhaus. Was bedeutet eigentlich der Einsatz einer Wärmepumpe für ein Einfamilienhaus und für die Familie oder für den Betreiber? Wenn wir grob einmal die Kostenposten betrachten, die bei einem neuen Heizsystem entstehen, wie beispielsweise der Wärmepumpe, dann habe ich die Anschaffungskosten, ich habe die Einbaukosten, gegebenenfalls vorherig die Entsorgungskosten des alten Heizsystems und Ausbaukosten. Ich habe natürlich die laufenden Kosten und nicht zuletzt die Wartungskosten. Damit ich die Wärmepumpe überhaupt einbauen kann, habe ich mit den Entsorgungskosten zunächst einmal das alte System, was aus dem Gebäude entfernt werden muss. Sprich, die gesamte Technik wird ersetzt. Dies bedeutet Aufwände und gleichzeitig auch erhöhte Kosten für die Entsorgung und den Umbau des ganzen Systems. Sprich, wenn ich eine Wärmepumpe einsetzen möchte, muss ich mich vollends darauf verlassen können, dass die Wärmepumpe auch in dem Gebäude funktioniert und zuvor das bestehende System komplett entfernen. Bei der Wärmepumpe für ein Einfamilienhaus sprechen wir für die Anschaffung und für den Einbau von rund 24.000 Euro. Diese 24.000 Euro sind für viele Familien mittlerweile gar nicht mehr zu stemmen. Das Heizsystem, was wir heute mit der Wärmepumpe vergleichen, ist das sogenannte Infrarotheizsystem und gehört zu der Gruppe der Elektrodirektheizung und ist mit dem neuen GEG für Gebäude als Hauptheizsystem zugelassen. Wir sprachen vorhin von 24.000 Euro Kosten, Anschaffung und Einbau der Wärmepumpe und demgegenübergestellt sprechen wir beim Einfamilienhaus mit 135 Quadratmeter bei einem Infrarotheizsystem von Anschaffungskosten und Einbaukosten von rund 4.700 Euro. Das ist eine Ersparnis von rund 19.000 Euro. Die Infrarotheizung oder das Infrarotsystem ist ein vollwertiges Heizsystem, womit ich sowohl einzelne Räume beheizen kann, als auch gesamte Gebäude effizient heizen und steuern kann. Nimmt man die 19.000 Euro Differenz zwischen diesen beiden Heizsystemen zugrunde und berechnet man, wie lange ich mit dieser Preisdifferenz von 19.000 Euro heizen kann, so ist es mir möglich, 11 Jahre lang mit der Infrarotheizung in einem Einfamilienhaus, beispielsweise was KfW 55 Standard hat, 11 Jahre lang das Gebäude zu beheizen. Errechnet hat sich das Ganze, indem wir bei der Infrarotheizung pro Jahr Heizkosten von rund 1.615 Euro zugrunde gelegt haben und bei der Wärmepumpe Betriebskosten pro Jahr von 1.300 Euro zugrunde gelegt haben. Im ersten Augenblick erscheint die Wärmepumpe mit 300 Euro weniger Heizkosten pro Jahr günstiger. Was bedeutet diese Kostenersparnis für die Eigentümer? Letztendlich kann ich 11 Jahre lang damit heizen natürlich. Ich kann aber auch die Ersparnis von 19.000 Euro investieren in eine PV-Anlage, die wiederum Ersparnis bringt, weil ich die Energie oder gewonnene regenerative Energie wiederum zum Betrieb des Infrarotsystems einsetzen kann. Aber auch besteht der Vorteil darin, vielleicht gar keinen Kredit aufnehmen zu müssen. Denn diese hohen Investitionen von beispielsweise rund 24.000 Euro sind nicht für jede Familie zu stemmen und bedürfen einem Kredit. Während ich das Wärmepumpensystem komplett in einer Umbaumaßnahme im Gebäude implementieren muss, kann ich zum Beispiel mit dem Infrarotsystem sukzessive oder modular im Ausbau verfahren. Dadurch, dass jedes Heizpanel ein eigenständiges Heizsystem ist, kann man ganz nach dem Budget des Eigentümers, was finanziell stemmbar ist, von einem Raum zum nächsten Raum bis hin zum ganzen Gebäude
frei entscheiden, wie und in welcher Geschwindigkeit ich das Gebäude finanziell umrüsten und ausstatten möchte. Zusätzlich habe ich mit dem Infrarotsystem einen großen Vorteil, denn ich bin nicht gezwungen, das alte, vorherige Heizsystem erstmal ausbauen zu müssen, um das neue Infrarotsystem überhaupt einzubauen. Denn ich kann das Infrarotsystem aufgrund seiner einfachen Einbaumöglichkeit und des geringen Platzbedarfs zusätzlich im Gebäude implementieren, an den Wänden, unter der Decke, und kann das alte Heizsystem bestehen lassen. Eine Chance, die sich vielleicht für den Eigentümer damit weiterhin ergibt, ist, ich kann das alte Heizsystem im Gebäude bestehen lassen und habe somit ein redundantes Backup-System für die Zukunft. Das i-Tüpfelchen, was ich beim Einsatz eines Infrarotheizsystems gegenüber einer Wärmepumpe im Einsatz habe, ist, dass das Gebäude gar nicht diese hohen energetischen Anforderungen erfüllen muss. Denn die Infrarotheizung funktioniert auch bei nicht ganz so gut energetisch gedämmten Gebäuden. Und gemäß dem neuen GEG ist es sogar so, dass wenn ich selber dieses Eigenheim bewohne und nicht mehr als maximal eine Wohnung in dem Gebäude vermiete, bestehen gar keine energetischen Anforderungen, die ich erfüllen muss, um überhaupt das Infrarotheizsystem betreiben zu dürfen. In Summe habe ich mit dem Infrarotheizsystem vielfältige Vorteile für mein Eigenheim gegenüber der so stark propagierten Wärmepumpe. Nicht nur in den gesamten Kosten, sondern auch in den Aufwänden und auch letztendlich in dem Betrieb und des modularen Ausbaus. Wenn euch dieses Video gefallen hat, aktiviert die Glocke, setzt ein Like und wir sehen uns bald wieder.